Ihre Einsätze sind gefährlich und gewagt. Sie kämpfen ohne Limit. Ihre Gegner sind Kriminelle, Betrüger und Erpresser. Verbrechen ohne Grenzen. Alle Einsätze haben höchste Priorität für das Team von SokoFlight. Guten Tag, Herr Brandt. Guten Tag, Herr Herzog, Hauptkommissar. Hagen, Hauptkommissarin. Ah. Sie sind also von der Kriminalpolizei zu einer Sondereinheit gewechselt. Wie macht es sich so? Harter Job, aber man tut, was man kann. Verstehe. Was ist eigentlich mit Ihrem Kollegen Tobias Jäger? Der macht eine lange Auszeit, soweit mir bekannt ist. Der Tod seines Onkels hat ihn doch stärker mitgenommen als gedacht. Herr Brandt? Wir müssen davon ausgehen, dass ein Terrorist für die zahlreichen Todesopfer in St. Morning verantwortlich ist. Das ist auch die Handschrift eines uns bekannten Terroristen, David Hegler. Wo finden wir ihn? Wenn wir das wüssten, dann wären wir wohl alle nicht hier. Haben Sie irgendetwas Brauchbares, womit wir etwas anfangen können? Hegler hat einen Dealer, von dem er sein Material bekommt. Angeblich wird heute ein Deal stattfinden, bei dem Hegler als auch sein Dealer Roland Mähler dabei sind. Gut. Dann schnappen wir uns die Kerle. Scheiße, das ist Roland Mähler. Er hat seinen Dealer ausgeschaltet. Warum das? Weg hier! Fast wären wir gut durchgebraten worden. Die Obduktion von Roland Mähler hat Folgendes ergeben. Er lag dort schon seit 24 Stunden. Irgendwas stimmt hier nicht. Was glaubst du? Denkst du, dass Brandt uns auf eine falsche Fährte führt? Ich weiß es nicht. Aber anhand dieses Faktes bin ich ein wenig skeptisch. Kann ich verstehen. Ich habe aber auch etwas herausgefunden. Was denn? Ja, das erfährst du dann. Brandt, ich hab da etwas für Sie. Roland Mähler war schon 24 Stunden tot, als wir ihn gefunden haben. Und dann noch das Feuerwerk, als wäre es Silvester. Was haben Sie dazu zu sagen? Mähler lag da schon 24 Stunden? Dann wurde ich auch ausgetötet. Demon, ich hab da etwas erfahren, Ihr toter Kollege. Scheiße, ich wusste, es kommt heraus. Was kommt heraus? David Hegler ist dafür verantwortlich, dass mein Kollege Philipp Reuter sterben musste. Alleine deswegen will ich ihn kriegen. Okay, das kann ich verstehen. Ich habe auch jemanden verloren und wollte seinen Mörder um jeden Preis schnappen. Ich verarsche Sie nicht. Ich will dasselbe wie Sie. Die Frage ist nur, wo setzen wir dann an, um Hegler dingfest zu machen? Indem wir Hegler auspressen. Hä? Also, erklären Sie mir jetzt einmal Ihren Plan, ja? Hegler hat vorwiegend nur in St. Morning getötet und das nur bei wichtigen Veranstaltungen. Heute gibt es Preisnachlässe für einige Waren. Zahlreiche Leute kommen, also auch Hegler, um seinen Sprengstoff vorher zu deponieren. Runter von dem Fluggerät und ich verspreche dir, es wird nicht so wehtun, wenn ich dir den Arsch versohle. Ich kümmere mich um Brandt und Hegler. Geh du zu den Leuten.
hast meinen Kollegen getötet. Berufsrisiko. Berufsrisiko? Du mit deinen scheiß Anschlägen bist doch einfach nur erbärmlich. Ach ja, wollen wir jetzt herausfinden, Bulle? Gerne. Simon, was hast du vor? Ich verpasse ihm eine. Ich schick dich zu deinem Kollegen. Was hast du gesagt? Lass dich nicht provozieren. Mann, Simon, das hier ist kein Straßenkampf. Wir nehmen ihn jetzt fest. Im Knast findet er sicher ein paar Freunde, die mit ihm kämpfen wollen. Ja, du hast recht. Egler, Sie sind verhaftet. Hände hinter den Rücken und runter auf den Boden. Danke für die großartige Zusammenarbeit.